Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker, Clear Sky. So, wir müssen ja noch zum Händler. Hast du was im Angebot? Wie bist du Händler geworden? Was kannst du über Wächter verraten? Wer sind die Kerle in eurem Keller? Da gibt's einen Keller. Du hast keine große Auswahl, was? Wenn du eine große Auswahl willst, geh in den Supermarkt. Die meisten Leute hier wollen nur den Wächtern dabei helfen, die Mutanten zu bekämpfen und ein bisschen Geld verdienen. Ich bin in der Hoffnung auf große Nachfrage hierher gekommen. Habe alles mitgenommen, was ich konnte und dann hier verkauft. Momentan ist das hier alles, was ich noch habe. Wer sind die Kerle in eurem Keller? Ein paar von uns waren auf dem Rückweg von einem Beutezug und mussten durch die Müllhalde. Sie sind vorsichtig marschiert, du weißt ja, wie die Gegend dort ist. Und plötzlich sind wir ca. 30 Meter weiter ein paar Banditen aufgetaucht und wir haben gerufen: Wir haben euch, ihr Dreckskerle, runter mit den Waffen und her mit der Beute. Der Anführer unserer Jungs, Irokuis, hat eiskalt geantwortet: Warum holt ihr sie euch nicht? Dann haben sie angefangen, aus allen Rohren zu schießen und sind von Baum zu Baum gerannt mit den Banditen auf den Fersen. So haben sie es irgendwann zum Apropum-Institut geschafft, wo unsere Männer die Banditen ganz herrlich willkommen geheißen haben. Und jetzt halten wir die Kerle gefangen, wissen aber nicht wirklich, was wir mit ihnen machen sollen. So, was kannst du mir über die Wächter verraten? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Wächter stecken mit der Armee unter einer Decke, oder? Das höre ich ständig, aber es stimmt einfach nicht. Ich habe das zwar auch lange geglaubt, aber dann bin ich Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen ihnen geworden. Ich bin unterwegs gewesen auf der Suche nach Beute, als ich auf einmal Schüsse gehört habe. Ich habe mich anschließend angeschlichen und mein Zielfernrohr benutzt. Damit habe ich gesehen, wie Wächter und Armeejungs in einer Entfernung von etwas mehr als 30 Meter aufeinander geschossen haben. Ich habe keine Ahnung, wie die Sache ausgegangen ist, denn ich habe mich wieder aus dem Staub gemacht. Aber das sah alles nicht allzu freundschaftlich aus. Aber es gibt ein weiteres Problem. Unsere Männer haben gesehen, wie ein paar Stalker in Schwarz gemeinsame Sache mit der Spätzlatz gemacht haben. Das heißt nicht Gutes. Was denkst du? Ja, nee, das heißt nichts Gutes. Wenn mal die Spätzlatz im Spiel ist, dann wird's böse. So, wie bist du Händler geworden? Nun, die Leute brauchen Waffen, Munition, Medikits und den ganzen anderen Kram. Und ich biete ihnen das an. Stalker verdienen recht viel Geld bei den Wächtern. Daher läuft mein Geschäft gut. Ich wünschte nur, dass sie mir mehr einzigartige Gegenstände bringen würden. Der größte Teil der Beute, den sie anschleppen, ist höchstens zweitklassige Ware. Ja, so ungefähr dasselbe, was wir anschleppen. So, haben wir denn noch was zum Verkaufen? Nein. Hat er was Brauchbares für uns? Nein. So. Ach, da ist ein Keller. Ach, die Typen. So, wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Was gibt es Neues? Bla bla bla. Ja. Okay. Können wir noch was tun? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Gut, ich gehe mal rauf zum Chief. Oder ich gehe mal hier rüber. Mal gucken, was hier gibt. Hallo. Hier ist zwar ein Versteck, aber das können wir nicht plündern. Beziehungsweise eine kleine Versorgungskiste. Versorgungsbox. So, erzähl mir mehr über dich selbst. Was hast du im Angebot? Gut, das kennen wir ja schon. So, das heißt für uns, wir laufen wieder rüber zu den Wächtern. Moment, letzte Folge hat uns ja der Typ verraten. Hier, dieser Soldat ist in eine Anomalie gestolpert, genau. Für 1500 Rubel haben wir ja diese Information gekauft. Ich hoffe, dass sich es auszahlt. Jetzt haben wir zweimal 1500 für ein Versteck gezahlt und einmal 4000. Das muss ich jetzt schon langsam mal bezahlt machen, ansonsten... Nö. Ist hier eine Anomalie? Gucken wir mal, was hat er denn dabei? Ja, 556er Munition sage ich nicht nein. So, dann gehen wir wieder rüber zum Wächterlager.
So, hat er denn noch Arbeit für uns? Wenn du nicht genügend Übung in der Zone bekommst. So, wie bist du in der Zone gelandet? Stimmt es, dass ihr euch gut mit der Armee versteht? Gut, das würde mich gerade mal interessieren. Ui, viel Text, viel Text. Darüber kann ich nichts sagen. Schließlich herrscht hier so etwas wie Disziplin. Unser General Krylov war auf jeden Fall ein Mann vom Militär. Ich habe einige Geschichten darüber gehört, wie die Regierung ganz am Anfang, als die Zone sich gerade gebildet hatte, hier eine militärische Operation durchgeführt hat. Sie haben einen Trupp direkt ins Zentrum der Zone geschickt und ihnen den Befehl gegeben, dort mit atomaren Sprengsätzen alles in die Luft zu jagen. Kannst du dir das vorstellen? Die Männer mussten da rein, ohne Schutz, ohne Detektoren, ohne irgendeine Ahnung davon, was sie in der Zone erwarten würde. Viele fielen wohl schon in Anomalien zum Opfer und die meisten, die diese Gefahr überlebten, gingen dann nach einer Emission drauf. Nur wenige überlebten auch das und sahen sich einen langsamen Tod ausgesetzt. General Krylov ist einer dieser wenigen Überlebenden. Ich weiß nicht, mit wem er sich gut versteht, aber eines ist klar, seitdem die Leute vom Militär ihn und seine Kameraden in den sicheren Tod geschickt haben, hasst er sie abgrundtief. Aber er hat noch einige Verbindungen zu Spetsnaz-Männern. Dort gibt es nur echte Kerle. Manchmal kreuzen sich ihre Wege mit den Wächtern. Das war's schon. Eine Kurzfassung extra für dich. Okay, bis später. Hurra, Angebot. Nichts Interessantes. Wunderbar. Können wir. Abgeschlossen. Hier dürfen wir nicht raus. Ach so, da ist die Schießbahn. Okay. Ja, wir müssen eigentlich ja mal mit Krylov reden, aber hat der Mieter, konnte der jetzt auch verbessern oder war der nur jetzt Händler? Ich weiß es wieder nicht mehr. Angebot. Kopiere die Koordinaten. Was soll das kosten? 1000. Ja, einverstanden. Besonderes im Angebot. Okay, tschüss. Gut, er hat nichts zum Verbessern. Ja? Da drin gibt's was Neues, aber noch Stalker? Einen. Nichts. Ist der Stockwerk höher? Scheint mir fast so. So, dann gucken wir mal darauf. Dann müsste der hier sein, ja. So, welche Waffenverbesserung redest du immer so viel? Hast du Arbeit für mich? Ausbalancierende Automatik von Maschinengewehren. Mündungsbremse für Maschinengewehren. Gut, das hat uns zwar 4000 gekostet, aber wir bekommen wieder 7500. Ich bringe alle, die ich finde. So. Verbessern. So kann der uns hier. Ah, der kann unsere Dingens verbessern. Leichter zu tragen und steigert das maximal tragbare Gewicht. Oh, das ist super. Und was haben wir hier? Radiochemischer Schutz plus 50%. Das ist gar nicht mal schlecht. Und ein Artefaktbehälter. Na gut, so viele Artefakte haben wir ja noch nicht. Aber maximales Gewicht, das ist gut. Das ist echt gut. Das kostet zwar eine Menge, aber das ist gar nicht schlecht. So, ich habe Informationen über Verbesserungen gefunden, die du wolltest. Wunderbar. Ja, 7500. So, was sollte ich deiner Meinung nach an dieser Waffe verbessern? So, schauen wir mal. Was kann der denn hier machen? Da kann er gar nichts mehr machen. Und hier. Bei dem Teil kann man gar nicht viel verbessern. Größeres Magazin. Zielgenauigkeit. Rückstoß. Rückstoß. Genauigkeit. Ja. So viel ist es jetzt nicht. Aber naja. Okay. Hat der sonst noch was zu sagen? Redest du immer so viel? Welche Waffenverbesserungen bietest du an? Bis später. Okay.
So, wo ist denn jetzt der Chief? Der Chief Commander. Mir kommt das Gebäude aber irgendwie bekannt vor. Lalalala. So, und hier ist der Chief. Und hier ist noch eine Kiste, wo nichts drin ist. Super. Der hat einen Laptop. Du willst reden? Ich bin ganz Ohr. Nee, ich... Komm endlich mal weg. So, jetzt. Ja, wollen wir mit ihnen reden? Ja, aber ich würde sagen, das machen wir nächste Folge. Wenn wir mit dem Kommandeur der Wächter reden. Also, bis zum nächsten Mal. Und wieder heißt Let's Play Stalker Clear Sky.